Guten Tag und willkommen zurück hier bei Nintendo Switch Sports. Es geht weiter mit Fußball. Und ihr werdet niemals glauben, woran die Verbindungsprobleme liegen. Oh Mann, ey. Es ist wirklich richtig dumm. Also, vor meiner Switch liegt eigentlich meine Capture Card, die HD60S. Für die, die sich fragen, wie, die liegt davor, die ist doch eigentlich im Rechner verbaut. Nee, ich habe die HD60S von Elgato und die liegt vor der Switch. So, daran liegt es erstmal. Also ich habe es erstmal versucht mit den Lautsprechern weg, ging immer noch nicht. Und dann habe ich halt die Capture Card weggepackt, dachte mir dann so, ja okay, dann ist die halt dahinter, dann liegt die irgendwo hier unterm Tisch, ist egal. Aber es liegt auch an den Lautsprechern. Wo ich mir denke, was ist das? Es darf kein Gegenstand, also kein Gerät in der Nähe sein von der Switch? Kein einziges oder was? Was ist das für ein Scheißdreck? Aber okay, ich habe jetzt die Lautsprecher hier trotzdem wieder hingepackt auf den Tisch. Halt so weit links und rechts, wie es geht. Der Tisch ist nicht gerade groß, deswegen denke ich nicht, dass es irgendwie großartig Einfluss haben wird. Aber, also, dass ich die nach links und rechts gepackt habe, wird keinen Einfluss darauf haben, ob es besser läuft oder schlechter, was auch immer. Ich denke, es wird immer noch genauso beschissen laufen. Aber gut, wir zocken jetzt erstmal ein bisschen. Und zwar gibt es hier, ihr seht ja schon, Moment. So. Es gibt 4 Spielmodi. Ich habe hier schon mal ein bisschen reingeschaut. Ich habe mir nur die Spielmodi angeschaut. Also ich habe noch nichts gespielt. Aber ich habe mir halt die Spielmodi angeschaut. Und für den Shootout, ich gehe mal davon aus, das wird so ein Schuss aufs Tor einfach sein. Halt von irgendwo auf dem Spielfeld muss man halt aufs Tor schießen. Dafür wird ein Beingurt benötigt. Und ich habe geschaut, der linke Joy-Con muss mit dem Beingurt benutzt werden, auch wenn man mit rechts schießt, was ich tue oder tun möchte. Und deswegen denke ich, ich brauche hier nicht großartig was umbauen, aber wenn doch, dann werde ich das noch im Part machen und ich werde das aber rausschneiden. Also keine Sorge, ich werde das dann, werde die Aufnahmen pausieren und dann hier kurz umräumen, damit die Switch vernünftig steht. Beziehungsweise ich denke, ich werde die nach vorne ziehen, wenn es dann nicht klappen sollte. Also ich denke, da ich das Problem nur mit dem rechten Joy-Con habe, was sehr komisch ist, ich gehe mal davon aus, dass im linken Joy-Con einfach mehr Elektronik ist, als diese ganze, keine Ahnung, da ist ja auch dieser komische Scanner und so. Ist egal. Es funktioniert auf jeden Fall mit dem linken Joy-Con besser. Und mal schauen, ob ich das hier umräumen muss oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall später erstmal so probieren, wie es hier ist. Beziehungsweise ich werde die Switch direkt nach vorne ziehen. Warum nicht? So, Spiele mit 2 Joy-Con-Controllern. Okay? Ja, machen wir. Halte genügend Abstand. Geht nicht. geht nicht. Es geht nicht wegen diesem Spack. Ah, Fußball-Tutorial. Okay. Beginnen wir mit den grundlegenden Dingen. Da wäre zunächst das Schießen. Schwinge den Joy-Con-Controller. Wir sagen nur Joy-Con. Schwinge den rechten Joy-Con, um in die entsprechende Richtung zu treten. Ah, okay, links, rechts. Okay, funktioniert. Das funktioniert gut. Versuche nun, mit den Tritten den Ball zu treffen und zu schießen. Okay. Ja, okay. Man merkt auf jeden Fall, wie stark so eine kleine Abweichung von der Richtung den Ball betrifft. Das ist krass. Schwinge den Joy-Con nach oben, damit der Ball vom Boden abhebt. Yo. Okay, schön.
Triff eins der Ziele. Wir haben sogar zwei getroffen. Nice. Schwinge den Joy-Con nach unten, um flach zu schießen. Ja. Okay, das klappt echt gut. Schwinge den Joy-Con nach links und rechts, um den Ball in die jeweilige Richtung zu schießen. Okay. Krass. Probiere jetzt ohne Vorgaben die unterschiedlichen Schüsse aus. Zack. Zack. So, jetzt den links. Den in der Mitte. Den rechts. Oben. Oben. Und oben. Ja, schön. Ups. Nee. Tutorial fortsetzen. So. Eine besonders effiziente Technik ist der Flugkopfball. Schwinge beide Joy-Con-Controller. Mann, schwinge beide Joy-Cons. So. Schwinge beide Joy-Cons gleichzeitig nach unten, um den Ball in einem Hechtsprung zu köpfen. Okay. Führe nun den Ball übers Spielfeld. Bewege dich mit Hilfe von dem linken Stick und versuche beim Schießen das Tor zu treffen. Wie können wir den... Also wir führen den nicht, wir können den nur so ein bisschen kicken und er bleibt auch nicht an uns kleben. Okay, probieren wir mal so. Oh, das ist krass. Das ist krass, okay. Ringen können wir auch. Sprinten, okay. Und bewegen. Aber wir können nicht die ganze Zeit sprinten, oder? Haben wir eine Ausdauer oder wird das noch erklärt? Ich glaube, wir haben sogar eine Ausdauer. Ich glaube, ich habe das irgendwo gesehen. Du hast die Grundlagen gemeistert und bist nun bereit für eine Partie. Haben wir doch keine Ausdauer? Hä? Rivalin Maria. Ja, passt gut. Doch, da ist er. Ich glaube, das ist der komische Ring da. Oh, und man muss auf jeden Fall... man darf nicht so denken, dass der Joy-Con oder man darf nicht denken, dass die Konsole weiß, wie man den Joy-Con gerade im Raum hält. Sag ich jetzt mal, ist sehr schwer zu erklären. Man muss wirklich so diese Bewegung machen. Ja, okay, dann schieß halt nicht. Okay, danke. Da merkt man auf jeden Fall wieder. Hallo! Was soll das? Ich stell das gleich um. Ich stell das auf jeden Fall gleich um. Ein Kack. Zack. Und da haben wir's. Ich weiß nicht. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall immer in die Richtung, in die man schaut. Nicht. Die Richtung, in die der Mii-Charakter schaut. Okay, schön. Alles klar. Das muss man auf jeden Fall wissen. Ein goldener Ball zählt doppelt. Okay. Jawohl, schön. Nein, sprinte. Na, schade. Ach so, da hätte ich den Flugkopfball machen müssen, ne? Nein, was tust du? Okay, verkackt. Nee, noch nicht. Ach, kacke. Ach, komm schon. Ja, da habe ich mich ein bisschen zu sehr ausprobiert. Schade. Was soll's. Immerhin bleibt's dadurch spannend. Oh. Die Ausdauer resettet sich nicht. Okay. Ja, okay. Aber gegen einen Com-Spieler ist das sehr einfach. Und man kann echt nicht so weit fliegen mit dem Flugkopfball. Als ob. Oh, und der hat einen Flugkopfball eingesetzt. Komm. Komm jetzt.
Ja, nice. Easy. Alles klar. Schön. Ich glaube, die Bewegungen ändern sich, oder auch die Sprunganimation, meine ich jetzt im Speziellen, ändert sich mit den Geschehnissen im Spiel. Kann das sein? Ich denke schon. Ja, nice. War schön. Aber ich denke, dass das 4 gegen 4 tatsächlich nochmal viel witziger sein wird. Okay, probiere aus. Üben, brauchen wir das? Hätte ich vielleicht direkt zu Anfang machen sollen, ne? Wollte ich eigentlich auch. Aber ja, wir schauen kurz rein. Wir schauen schnell rein. Einfach nur, damit wir sehen, was das hier so ist. Übe den Umgang mit dem Ball, ja. Okay. Hier kann man... Ah, genau. Ich wollte gegen die Wand schießen. Und ja, da hat aber mein Mii-Character hingeschaut, nicht ich. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig. Okay, das ist cool. Das ist cool, aber brauchen wir nicht. Oh. Ja, nee. Will schon weiterspielen. 4 gegen 4. Let's go. Ja, wir machen mal wieder auf stark, ne? Extrem stark mache ich auch später nochmal, aber dann im 1 gegen 1. Wie dämlich. Ja, okay. Let's go. Hallo? Ja, okay. Sprinten, passen und springen. Okay. Passen wurde einem jetzt nicht erklärt. Aber immerhin steht es unten. Ja, der war ganz gut. Das war sogar ein Schuss. Ein ganz normaler. Und er wäre sogar fast reingegangen. Was tue ich? Ich hätte abpassen sollen. Aber ich möchte natürlich... Ah, der kommt gut. Der kommt eigentlich ganz gut. Schade. Aber der Gegner war näher dran. Okay, wir sollten unsere Ausdauer echt nicht so krass verschwenden. Na, komm. Pass doch. Pass. Jetzt pass doch ab. Oder muss ich schießen trotzdem? Nein, 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 nein. Spiel den weg. Spiel den schön nach vorne. Klopp ihn doch weg. Mann, klopp ihn doch bitte nach vorne. Ich hab den. Ich hab den, hau ab. Nein, was? Nein, nein. Okay. Scheiße. Ja, da haben sie gut gespielt, tatsächlich. Die Comms. Moment, was? Was war das? Oh, man kann einen Ball anfordern. Bringt das irgendwas bei den Comms-Spielern? Und zack. Schöner Kopfball. Und der geht direkt rein. Holy shit. Let's go. Cool. Ja, geil, Mann. Richtig nice. Direkt die Chance gesehen und verwandelt. Aber da sieht man auch, was für eine enorme Kraft der Flugkopfball hat. Ja, 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 der kommt doch nicht so gut. Okay. Nein.
Ach, okay. Ah, scheiße. Jetzt habe ich den in die Mitte gespielt, wollte ich sagen. Aber er liegt gar nicht so mittig. Ne. Okay. Ja, okay. Okay. Er kommt sogar zu meinem Kollegen. Nice. Schön. Eigentlich schöner Pass. Aber es bleibt auch ein schöner Pass. Er konnte ihn nur nicht direkt verwandeln. Alles gut. Jawohl. Schön. Nice. Und cool, dass ich hier blaue Haare habe. Ich hatte früher auf der Wii hatte ich tatsächlich FIFA. Irgendwie FIFA 13 beim Kumpel gespielt und habe mir hinter FIFA 14 geholt. Es gab keinen einzigen Unterschied. Das war witzig und traurig zugleich. Obwohl doch, es gab einen Unterschied. Die Spieler und die Musik. Mehr nicht. Und da habe ich mir auch einen Charakter mit blauen Haaren gemacht. Keine Ahnung, fand ich irgendwie cool. Und würde ich immer noch machen. Ja, schönes Spiel. Ich stelle mir das online auch richtig witzig vor. Und dass man immer ganz zurückgehen muss, oder? Nee, doch nicht. Okay. War nur beim Üben so aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Ja gut, aber jetzt Shootout. Und dafür muss ich mir kurz den Beingurt anlegen. Einen Moment. Und hier vor allem auch das Mikrofon ein bisschen verschieben. Oh, ich habe gar nicht so viel Platz hier. Ja, da habe ich kurz die Switch rausgezogen. Alles klar. Okay. Aber wir nehmen wieder einen starken CPU. Das rechts dran. Oh, er erkennt sogar, dass wir noch nicht das Beingurt angelegt haben. Oder den Beingurt, wie auch immer. Wie macht man das denn? Ach so, ich bin dumm. Man kann das sogar ganz rausnehmen. Ja, okay, 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 okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Kriegen wir hin. Linker. Da ist der Linker. So. Haben wir. Endlich. Achte darauf, dass du beim Spielen über genügend Platz verfügst. Ja, das geht. Nicht ganz. Okay. Und wir spielen gegen eine Oma? Mhm, okay. Der Kommenspieler schießt zuerst. Erster Versuch. Oh, das wird sogar, okay, uns wird der Ball zugepasst. Ich weiß nicht, wie stark ich treten muss. Ich hoffe nicht allzu stark. Alter, die Vibration war schon heftig. Schwinge dein Bein mit dem daran befestigten Beingurt nach oben, um zu schießen. Okay. Müssen wir nur im richtigen Moment? Jawohl, das ist cool. Das ist echt cool. Ist das wirklich nur eine Timingssache oder muss man tatsächlich darauf achten, in welche Richtung man kickt? Ja, ist auf jeden Fall witzig. Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das mega witzig als Partygame ist. Vor allem, wenn man so ein bisschen, ne? Gesappt hat. Oh, das Tor hat sich verkleinert. Shit.
Das habe ich nicht gesehen. Warum verkleinert sich das nur für mich? Weil ich in Führung bin oder was? Was ist das für ein Scheiß? Wenn sich das für uns beide verkleinern würde, ja, okay. Wäre fair. Aber ich habe einen Ball mit Drall bekommen. Und das Tor hat sich bei mir verkleinert. Ein goldener Ball. Kriege ich auch einen goldenen Ball? Ist egal. Ich muss den treffen. Ich muss den treffen, sonst haben wir verkackt. Okay, komm. Was? Aber wie heftig ich verfehlt habe. Nee, komm, das kann ich nicht akzeptieren. Ich will nochmal. Ich will auf jeden Fall nochmal. 100%. Patrick, ich mach dich fertig. Guck dir seine dumme Fresse an. Kollege von mir ist Patrick. Liebe Grüße an der Stelle. Jetzt bist du an der Reihe. Ja, ich kenn das. Mach hinne. Alter. Ja, schön mittig. Schön mittig. Kriegen wir hin. Was macht er? Gut. Er macht den zumindest rein. Weil, wenn er jetzt verfehlt hätte, weiß nicht, das hätte ich irgendwie kacke gefunden. Das hätte sich irgendwie so angefühlt, als ob mich die Switch gewinnen lassen würde. Aber ich habe jetzt sogar wieder das verkleinerte Tor gehabt. Nee, komm. Hör auf. Mach die bitte einfach rein. Die nächsten zwei von ihm müssen reingehen. Sonst ist lame. Jawohl. Guck mal. Aber ich verwandle auch echt gut. Also, verdient. Wenn ich gewinne, dann auf jeden Fall verdient. Was ist das? Ja! Und warum geht er so weit daneben? Ein goldener Ball zählt doppelt. Halt dein Maul. Halt dein Maul. Okay, selbe Chance. Wie dumm kann man sein? Ich wollte tatsächlich auch früher schießen, weil... Das kann es doch nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Nee. Unverdient. Aber komm. Wie im Real Life so im Spiel. Kriegt alles in den Arsch geschoben. Ja, ist doch gut. Ich weiß es doch. Jetzt mach... Junge, hallo. Es hat sogar gar nicht reagiert gerade. Was zum Teufel? Ist das vielleicht der Grund, weswegen ich gerade verloren habe? Ja, Spaß, das war pure Dummheit. War einfach nervös. Aber jetzt machen wir alle rein. Fast alle, meinte ich. Ach komm, ey. Ich weiß jetzt vor allem noch nicht mal, ob die Richtung zählt, in die man schießt. Ich glaube tatsächlich nicht. Oh, was? Sie hat 3 Punkte.
und krieg das Tor verkleinert. Der war richtig knapp. Holy shit. Ich habe immer noch das große Tor. Okay, jetzt hat der Joy-Con wirklich... Also jetzt hat's wirklich verspätet reagiert. No joke. Nee, komm. Ich will einmal legit gewinnen. Ja, ist ja gut. Ich kann noch nicht mal abbrechen. Das fuckt am meisten ab. Holy shit. Das fuckt mit am meisten ab, wenn man so etwas nicht neu starten kann. Ja, jetzt geht's natürlich. Ey, das ist so eine Kacke. Lass mich das doch einfach neu starten, die Scheiße. Genau, schieß daneben. Mann, ich weiß es doch mittlerweile. Ist doch gut. Dass man das jedes Mal machen muss. Okay, jetzt bin ich mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher, ob ich beim zweiten Versuch gegen den Patrick, das ist so dumm, wegen den Joy-Con verkackt habe. Weil gerade reagiert er echt verspätet. Vielleicht habe ich eben einfach nicht so drauf geachtet und es deswegen nicht mitbekommen. Jetzt ging wieder. Jetzt ging wieder wunderbar. Aber keine Ahnung, die Switch steht eigentlich gut, also unwahrscheinlich. Aber gerade war es wirklich. War noch was wirklich kacke. Ich glaube, man muss fester treten. Tatsächlich. Ich mache mich bereit abzubrechen. Okay, sehr gut. Ist das der goldene Ball, Alter. Okay, ich trete jetzt fester. Und es reagiert trotzdem verspätet. Was zum Teufel? Sorry, aber ich will ja einmal gewinnen. Die, die das nicht sehen wollen, die darauf keinen Bock haben, können ja wegschalten, aber ich will das ja jetzt mal machen. Und wenn ich die Scheiße schon spiele, dann kann ich es auch aufnehmen und hochladen. Mach doch. Lass mich bloß nicht nochmal einen Probeschuss machen. Jetzt aber, ne? Mann, mach doch! Was zum Teufel? Okay. Okay. Alles klar, Leute. Ich glaube, ich bin dumm. Ich habe den Beingurt nämlich viel zu weit oben hingemacht. Viel zu weit oben ans Bein. Ich glaube, deswegen hat das auch die vorherigen Male immer so kacke reagiert. Ja. Jetzt funktioniert es einwandfrei. Also mach den Joy-Con übers Knie. Und dann funktioniert der Kack auch. So weit oben am Oberschenkel funktioniert es nicht. Guck, einwandfrei. Okay, dann. Sorry. Ein Fehler. Ach Mann, ey.
Aber hey, dafür mache ich das. Um solche Sachen rauszufinden und es euch dann berichten zu können. Da habe ich viel zu spät gekickt. Aber hey, das war vielleicht sogar besser. Ich glaube, sonst hätte ich auch beim letzten Mal daneben ein kleines Tor gehabt und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Jetzt habe ich es durch Quatschen. Jetzt habe ich durchs Quatschen hier verkackt, oder was? Das ist natürlich peinlich. Aber ich denke, man muss tatsächlich weit von der Konsole wegstehen. Damit man auch ordentlich treten kann. Okay. Ein Moment. Ja, ist ja gut. Okay. Ein Moment. Nice. Also. Übers Knie den Joy-Con übers Knie machen. Und. Beziehungsweise nicht von der Konsole, vom Bildschirm. Vom Bildschirm weiter weg. Und natürlich nicht dumm rumlabern, wenn ihr an der Reihe seid. Schön auf das Spiel konzentrieren. Der Ball ihn fast überrollt. Jawohl, schön. Aber ich sehe es kommen. Beim goldenen Ball. Ja, beim goldenen Ball wird sich wieder entscheiden. Ich habe da das ultra kleine Tor und er wird gewinnen. Jawohl, schön. Oh, er hatte auch das ultra kleine Tor. Okay, das ist fair. Macht er ihn? Er macht ihn. Das kann's nicht sein. Okay, es wird spannend. Nein! Nein! Spielende. Mann, ich will doch einfach nur einmal gewinnen. Warum muss denn dieser dumme goldene Ball da sein? Das ist doch scheiße. Meinetwegen macht hinterher einen Entscheidungsmatch, also einen Sudden Death. Aber nicht den goldenen Ball. Der goldene Ball ist Schmutz. Ich frag mich halt auch immer noch. Das ist nur eine Timingssache, oder? Weil ich tue die ganze Zeit so, als wäre ich im Spiel und versuche damit dann mit meiner Bewegung das zu beeinflussen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man muss das wirklich nur timen. Ja, mal schauen. Aber jetzt mache ich's. Ich habe jetzt lang genug gebraucht. Bin jetzt fast bei 35 Minuten, ey, holy shit. Wobei ich einmal gewinnen will. Und ja, let's go. Okay.
Ey, aber er verfehlt auch. Jetzt muss ich es natürlich machen, ne? Ach, ein großes Tor. Ja. Komm. Keine große Sache. Das mittlere Tor für uns beide wahrscheinlich. Er macht ihn natürlich rein. Komm, unentschieden, Bruder. Komm, lass machen. Okay. Na gut. Ach, Sudden Death, jetzt doch? Jetzt doch? Wirklich? Halt, nee. Halt's Maul. Okay, schön. Kleines Tor, okay. Er macht den rein, oder? Du Drecksau. Das kann es nicht sein. Ich aber auch. Ich aber auch. Let's go. Komm. Verfehl jetzt. Verfehl jetzt. Ach komm schon. Ich hätte es mir so verdient. Ja, war klar. Spielende. Na gut, Leute. Also, wenn ihr meine Tipps befolgt, weit von der Konsole wegsteht, was ich absolut nicht machen kann hier. Dafür ist der Raum nicht groß genug, beziehungsweise ich müsste jetzt den Stuhl wegräumen und ne, bisschen weiter nach hinten gehen und so weiter. Aber hier steht halt noch was rum und dann müsste ich das erst wegräumen und so weiter oder müsste dann schneiden auch. Ne, habe ich keinen Bock drauf. Also geben wir uns mit. Wie viele Loses waren das jetzt? 4? 5? Geben wir uns auf jeden Fall mit den verlorenen Matches zufrieden. Ich habe zum Schluss richtig gut gespielt. Und komm, seid ehrlich, das hätte ich eigentlich machen müssen, oder? Also, dass die Gegner davor bei großen Toren manchmal verschossen haben und er hat jetzt andauernd in das Kleine reingezockt, das weiß ich nicht. Ist ein bisschen uncool. Aber auch cool, dass die stärker werden, je mehr man den Modus spielt. Also das ist zwar auch gut, aber ich habe kein einziges Mal gewonnen. Ich hab kein einziges Mal gewonnen. Das hätte das Spiel eigentlich auch sehen müssen. Das hätte man eigentlich auch mit 7-6 eigentlich mal den Vortritt lassen können. Aber gut. Was soll's. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wo wir Chanbara ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.